we always hit the bullseye. Hello Wild One, willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Untamed. Ich bin Sabine Spalleck, der Podcast-Host dieser Show und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Und es geht heute darum, wie du dein Online-Business starten kannst, von scratch, von today, sofort, sobald diese Podcast-Episode vorbei ist, no bullshit bingo, sofort rein da in deine eigene Vision. Also, here we go. Denn wir haben all unser eigenes Bullshit-Bingo-Radio laufen. Konstant am laufenden Band, das uns bremst, uns ausbremst, uns auffällt, die Dinge zu machen, die wir doch eigentlich so gerne machen wollen. Und all diese Grenzen in unserem Kopf, an denen wir weiterhin festhalten, die wir aufrechterhalten und manchmal noch viel schlimmer, manchmal sorgen wir sogar dafür, dass diese Grenzen, die wir schon da sind, dass die noch größer und fester werden, mehr Substanz haben. Ja, und damit bleibt alles so, wie es ist. Keine Veränderung, kein Wachstum. Und dabei wollen wir das doch eigentlich so sehr, oder? Wir wollen all dieses, die Freiheit, wir wollen die Ortsunabhängigkeit, wir wollen ortsunabhängig Geld verdienen, wir wollen doch alles, aber warum machen wir es denn dann nicht? Naja Leute, unsere Psyche ist echt ein verdammt schlaues System. Es ist Meister, also wirklich ein irrer Meister zum Thema Vermeidung. Es vermeidet diese Situation, denn dein Nervensystem will eigentlich keine neuen Reize. Dein Nervensystem will keine Veränderung. Es ist ein Meister des Vermeidens und es will einfach, dass alles so bleibt, wie es ist. Also nicht böse darauf zu sein, denn das ist his fucking Job. Das Ding ist allerdings, deine Aufgabe, aber als Seele, das ist deine Aufgabe, mit diesem, will nicht sagen Devil, aber mit dieser Dualität zu tanzen, dich auf diesen Tanz einzulassen, ein Tanz mit dem Leben. Ich glaube, wir sind hier auf dieser Erde, um unsere Grenzen kennenzulernen und uns dann im jeweiligen neuen Moment uns folgende Dinge zu fragen. Will ich diese Grenze, die mir gerade hier begegnet, will ich diese aufrechterhalten? Will ich diesen limitierenden Glaubenssatz weiterhin glauben? Will ich ihn füttern? Oder darf ich mich in diesem Bezug zu diesem Spiegel gerade, darf ich meinen Bezug zu mir, darf ich den jetzt ändern? Will ich eine andere Wahl treffen? Und durch die Handlung verschiebt sich deine Grenze. Denn es ist nie deine Begrenzung bzw. dein Bullshit-Bingo ist das Problem. Denn am Ende hast du immer die Wahl und du kannst wählen, wer du im Bezug dazu bist. Denn du bist immer der Schöpfer. Das Außen ist nie das Problem, sondern im Außen all das, was passiert, das sind die Einladungen, damit du dich immer wieder neu fragen darfst, wer du bist, wer du ab heute sein willst. Völlig egal, wie groß, alt, mächtig oder tief deine Begrenzung ist. Also wähle und trage deine Wahl, deine Entscheidung mit Achtung und Respekt. Denn niemand anderes hat die Kraft über dein Leben und deine Entscheidung. Du wählst, du erschaffst immer. So, und damit kommen wir zu dieser Frage. Das war die wundervolle lange Einleitung zu der Frage, ohne Idee ein Business starten. Denn hinter dieser Frage verbirgt sich nämlich eigentlich was ganz, ganz, da liegt etwas drunter. Das ist nie das Offensichtliche, das oft Vermeintliche. Es ist immer eine Layer drunter. Denn hinter dieser Frage verbirgt sich ein ganz besonderes Bullshit-Bingo-Programm. Nämlich, ich kann nichts besonders gut. Und ich weiß, dieses Bullshit-Bingo, diese Frequenz, diese Radiosender haben viele von euch laufen. Ihr erzählt euch, dass ihr kein Online-Business starten könnt, weil ihr in nichts besonders gut seid. Vielleicht in general oder ihr wisst, wie, vielleicht erkennt ihr schon an, ihr wisst, was ihr gut könnt, aber ihr euch noch erzählt, na, wie soll ich denn das zu Geld machen? Und fürs Verständnis und für, ich habe ganz viel Liebe und Geduld mit euch, denn I feel you. Denn genau das war vor vielen Jahren bei mir genau der gleiche Fall. Deswegen sonst könnte ich gerade diese Podcast-Episode gar nicht aufnehmen, weil ich genau dieses selbe Bullshit-Bingo hatte. Als ich 2013 das erste Mal mit dem Konzept ortsunabhängig arbeiten in Berührung kam und von digitalen Nomaden gehört habe, dachte ich zwei Dinge.
Das allererste war, ich kann das aber nicht, weil ich kein Designer bin oder eine Programmiererin. Das waren so meine Gedanken, das sind diese zwei Berufe, nur diese Menschen können ortsunabhängig arbeiten. Denn ich war ja nur eine Key-Accounterin in einem Hamburger Verlag und verdiente mein Geld, weil ich Montag bis Freitag in diesen Verlag gerannt bin und Bücher an Buchhandlungen verkauft habe, mal ganz runtergebrochen. Der andere Gedanke, den ich hatte, das war, das sind alles Betrüger. Das ist Scam. Das kann nicht wahr sein. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Ich habe geglaubt, ich konnte nicht glauben, dass das wahr ist. Und ich muss heute ehrlich gesagt ein bisschen lachen über meine Gedanken, die ich damals hatte, über meine eigene Begrenzung auf die Sichtweise auf die Welt und damit auch auf mich. Wenn du Bock hast, darüber mehr zu hören, ich habe eine ganze Podcast-Episode dem Thema gewidmet. Digitale Nomaden sind alles Betrüger. Zu diesem ganzen Gedankengang findest du unten in den Shownotes, habe ich dir verlinkt. Naja, und mittlerweile, das ist halt schon History-Geschichte, denn ich bin seit 10 Jahren ortsunabhängig selbstständig. Und in dieser Zeit hat sich der Markt, das Online-Marketing, 1000-mal verändert. Das ist wie so eine Verpuppung oder eine Snake, die dauerhaft ihre Layers ablegt. Das ist auch wieder ein eigener Prozess. Genauso im Marketing. Es verändert sich ständig. Der Algorithmus verändert sich. Beispiel bei Instagram. Das Konsumerverhalten und so weiter. Es dreht sich halt alles am laufenden Band. Aber was sich in all den Jahren nie verändert hat, ist die Formel: Geh los, bevor du ready bist. Starte mit dem Gepäck Angst, dass du in nichts besonders gut bist. Leg los, obwohl du noch nicht alle Schritte kennst und weißt. Und diese simple Formel, das ist genau diese Formel, die alle Erfolgreichen von den Nicht-Erfolgreichen unterscheidet. Denn die einen reden immer nur von ihren Visionen und von ihren Wünschen oder sie meist auch von Deutschen. Sie beklagen sich so gerne, sie beschweren sich über so viele Dinge, aber gehen keinen fucking einzelnen Schritt, um etwas an ihrer Situation zu verändern. Und so erzählst dir vielleicht zum Beispiel für deine Vision, für deinen Wunsch, was du brauchst dafür noch mehr Geld, mehr Zeit, mehr Zertifikate und ersetzt es gegen irgendein Ding, was du dir vielleicht noch gerade dann erzählst. Und dann gibt es halt die anderen Leute, die sagen, fuck it, ich starte mit dem, was ich jetzt habe, wer ich jetzt bin, was ich in diesem Moment kann und weiß. Und während alle anderen noch in ihrem Bullshit-Bingo beschäftigt sind, machst du schon deine ersten Erfahrungen, lernst dabei so unendlich viel über dich und über Online-Marketing, hast schon deinen ersten Kunden gehabt und dein erstes Cash online verdient, katsching, während alle anderen noch im Bullshit-Bingo darum eiern und überlegen, ja, ich kann ja noch nicht und dann geht ja dies noch nicht und das muss ich noch haben. Fuck it. Und wenn jetzt wieder die Frage bei dir aufkommt, Wild One, aber was denn nun? Dann sage ich dir, nimm das, was dein Herz in diesem Moment am meisten tanzen lässt. Was ist dein Excitement? Was ist dein Weg der Freude? Wenn jetzt weitere Dinge reinkickst, sowas wie, aber welche Plattform ist denn die richtige? Die dich am meisten begeistert, wo es am meisten kribbelt im System. Vielleicht ist es YouTube, vielleicht ist es Podcast, vielleicht ist es ein Instagram-Account. Und für die weitere Bullshit-Bingo-Radio-Frequenz, die reinkickt, sowas wie, wie weiß ich denn, ob es das Richtige ist? Das weißt du nicht. Und du wirst es aber nur herausfinden durch das Machen. Ob es die Plattform ist, und es gibt kein richtig und falsch, sondern ist es die Plattform, die mir wirklich Freude bereitet, wirst du nur herausfinden, wenn du diesem ersten Impuls, diesem Brotkrümelchen folgst mit, das fühlt sich gerade gut an, auch wenn es sich edgy anfühlt und denkst, oh, ich habe das noch nie gemacht, ich bin mega nervös und all das ganze andere. Aber wenn da so ein bisschen so ein Prickeln in deinem System ist, dann ist das genau die Richtung, in die du gehen darfst. Und starte simpel. Du brauchst für all den ganzen, um zu starten, du brauchst noch keinen kompletten aufgesetzten Sales Funnel. Du brauchst auch noch keine Website. All diese ganzen Sachen, die du auch hörst im Online-Marketing, ja, die sind an einem Punkt irgendwann mal interessant oder, will ich gar nicht sagen, wichtig. Könnte dein Weg sein. Aber um zu starten, Leute,
braucht ihr all diese ganzen großen und komplexen Dinge überhaupt nicht. Um euer Personal Brand zu starten, geht es um Vertrauen und Verbindung. Und die könnt ihr, es geht um menschliche Connection. Dafür braucht ihr all diese ganzen anderen strategischen Sachen noch nicht und diese technischen Sachen. Es geht darum, Verbindung mit Menschen aufzubauen. Und das könnt ihr über über den Prozess. Ihr müsst noch nicht, wer weiß, was gemastert haben. Ich habe einen Surfblog gestartet. Ich habe mir erlaubt, über Surfen zu erzählen. Da war ich gerade mal 20, 30 Stunden im Wasser. Ich war gerade erst mal einmal alleine reisen in Frankreich, Fuerteventura, und habe mir auch erlaubt, über das Alleinereisen zu schreiben. Ja, weil ich zumindest schon mal 2 Reisen alleine gemacht habe, als irgendwie andere Frauen, die es vorher noch nie gemacht haben. Also erzähl davon, nimm die Leute mit in deinem Prozess, was immer es bei dir ist. Erzähl davon täglich auf Instagram. In den Stories, mach Lives, mach einen wöchentlichen Podcast oder starte einen YouTube-Channel. Völlig egal. Nimm das, was dich begeistert, dein Thema, was dich aktuell interessiert. Und es wird immer Menschen geben, mit deren Energy du matchst. Weil du es auf deine Art und Weise erzählst, weil du already a unique USP bist, weil du bist, es ist ja nicht die DNA, sondern einfach deine Frequenz, die du hier hast, die sich ja auch immer konstant entwickelt, weil du dich weiterentwickelst. Aber es wird Menschen, die genau auf dieser selben Schwingung sind wie mit deiner Frequenz und die Inhalte von dir hören wollen und nicht von wem anders. Und einfach mit dir schwingen. Und es ist halt, deswegen ist es so wichtig, mit dem State, den du halt schon hast, rauszugehen, weil das wertvoll ist. Es beginnt damit, dass du aber anerkennst, dass deine Arbeit wertvoll ist. Und das ist so funny, ne? Dass wir halt, ich denke gerade so daran, wenn Kinder Fahrrad fahren lernen, dann schreien wir dieses Kind ja auch nicht an. Wenn das wackelig mit dem Fahrrad rumfährt oder halt hinfällt, dann schreien wir dieses Kind auch nicht an. Wir supporten es und sagen, hey, cool, dass du dich getraut hast. Super, dass du das machst. Wir werden aber so zu verdammten riesengroßen Arschlöchern zu uns selbst, wenn wir erwachsen werden. Warum erlauben wir uns nicht mehr Fehler zu machen, wenn wir erwachsen sind? Wieder Beginner zu sein, wieder zu spielen. Also an dieser Stelle nochmal große Einladung an dich selber. Lass uns mal das Leben mehr so leben als wie, lass mal machen, könnte gut werden. Wie fühlt sich denn das an? Ich finde, das fühlt sich so unfassbar viel leichter und freudvoller an. Und wie am Anfang schon erwähnt, deine Gedanken oder das im Außen, das ist nie das Problem, dein Bullshit-Bingo, was dich zurückhält. Oder wenn andere der Meinung sind, dass das nicht für dich geht, whatever. Sondern es ist nie das Außen, sondern du wählst, wer du in Bezug dazu sein willst. Ganz wichtig. Du entscheidest, wie du jetzt, das ist immer eine Einladung, immer die Einladung, wer und wie will ich jetzt damit aber umgehen und wer will ich sein. Zurück zu dem Bullshit-Bingo, ich kann nichts besonders gut. Um dir nochmal Tipps mitzugeben, was du akut, wie du daran noch weiter herangehen kannst, um das aufzulösen. Also setz dich mal hin und frag dich, stimmt das wirklich? Stimmt das wirklich, dieser Glaubenssatz, ich kann nichts besonders gut? Und journal das mal, schreib das mal alles runter. Und das andere dich auch zu fragen, willst du das wirklich glauben? Willst du weiterhin an diesem Glauben so festhalten? Und als weitere Einladung noch, haben dir andere, vielleicht Menschen, also Kollegen, Familie, Freunde, haben dir vielleicht mal etwas anderes erzählt? Also könnte es sein, dass das nicht stimmt, dass du nichts besonders gut kannst oder etwas gut bist? Und schreib all das auf, all diese Dinge, schreib die alle mal runter von deinem Herzen. Und schreib dann auch auf alles, was du halt gut kannst. All deine Stärken, all deine Ressourcen. Alles mal niederzuschreiben. Und ganz wichtig, ohne den Gedanken dazu, da das da reinkickt, weil I know, kenne das nämlich halt auch sehr gut, da kommt dann vielleicht sowas rein wie, aber das ist ja nicht wertvoll. Oder der Gedanke dazu kommt, na, wer soll mich denn aber dafür bezahlen? Dafür bezahlt mich dann keiner. Diesen beiden Sachen, diesen beiden Gedanken, dem geben wir gerade keinen Raum.
Es geht gerade den absoluten Fokus auf deine Fülle zu legen, auf deine Gaben. Dieser ganze andere Mangelbullshit, den geben wir gerade, diese Frequenz drehen wir gerade nicht auf. Und ich gebe dir mal Beispiele, dass du halt wirklich so was ausschreiben so kannst. Ich kann gut zuhören. Menschen fühlen sich entspannt in meiner Nähe. Menschen vertrauen mir. Ich bewahre in stressigen Situationen die Ruhe. Ich kann komplexe Konzepte analysieren. Beispiel. So, schreib mal alles auf, was dir da einfällt. Und wieder frage gerne Freunde und Familie, was sie an dir schätzen. Das kann auch zum Beispiel was ganz Wundervolles sein, dass du da nochmal Feedback holst, weil manchmal sehen die halt auch Dinge in dir, die du vielleicht selber gar nicht wahrnimmst oder aufschreiben würdest. Denn dieses tricky Ding mit unseren Stärken, mit unseren Gaben ist, wir sehen und erkennen sie oft gar nicht als Stärke überhaupt an, weil sie uns leicht fallen. So, nochmal, unsere eigenen Geschenke, unsere Gaben, weil sie uns leicht fallen, uns Freude bereiten, wertschätzen wir sie gar nicht. Das heißt, unser ganzes System, Leute, zieht euch das mal rein, wir sind so darauf eingestimmt, dass Dinge erst wertvoll sind, wenn sie schwer und kompliziert sind, wenn sie hart zu erreichen sind. Was ist, wenn ich dir aber sage, dass genau der Gegenteil der Fall ist, dass du jede Menge Geld mit deinen Stärken, mit deinen Gaben erschaffen kannst, mit Dingen, die dir leicht fallen, Dinge, die dir Freude bereiten. Denn alles, was dir leicht fällt und Freude bereitet, this is your genius. Das ist dein Bereich von Genius und der ist bei jedem anders. Und das ist der Bereich, in wo du komplett in der Fülle bist, wo du im Fluss bist. Und wenn du da so deine Liste fertig hast und da so drauf schaust, achte nochmal, geh da nochmal tiefer rein und sortiere mal all die Dinge, die Stärken, die du aufgeschrieben hast, sortiere sie mal zu feminine und maskulin Attribute. Also welche, wie würdest du sie einteilen? Denn so oft sind wir so konditioniert, welcome to our reality now, also wie unsere Gesellschaft so funktioniert, dass wir nur maskuline Attribute, Beispiel sowas wie Umsatzstärke, ich bin diszipliniert und so weiter, dass wir die als wertvoll ansehen. Dass weibliche Attribute, wie zum Beispiel, ich bin fürsorglich, ich kann gut zuhören, ich bin geduldig, ich kann mich gut auf andere Menschen einlassen, dass wir diese Attribute gar nicht als wertvoll ansehen. Leute, zieht euch das mal rein. Es war für mich erschreckend, als ich das nämlich selber bei mir feststellte. Denn unsere Gesellschaft ist generell halt so programmiert, dass wir maskuline Attribute, dass wir die als strebenswert erachten. Da wollen wir alle hin, höher, schneller, weiter, bam. Dass das im Kollektiv die Bereiche sind, die wir in der Gesellschaft feiern. Und damit, aber es fängt ja wieder mit uns an. Wir blamen nicht die Gesellschaft, sondern es fängt ja wieder in unserem kleinen Rahmen an. Und du kannst halt in dem Fall bei dir anzufangen, erstmal bei deinen eigenen Gefühlen, bei deinen eigenen Gedanken und zu gucken so, wow, welche Art von weiblichen Stärken, weibliche Attribute sehe ich erstmal gar nicht als Stärke an? Und das halt bei dir im Kleinen daran zu ändern, bei deinen eigenen Gedanken und dann vielleicht auch dann in deinem Freundeskreis mit Freundinnen vielleicht darüber auszutauschen und vielleicht festzustellen, findet das auch in deinem Freundeskreis, findet das halt so statt. Das war nämlich bei mir der Fall und das war ziemlich, war schockiert, als ich das festgestellt habe, dass halt so diese, wenn ich mal an die Online-Welt denke, so diese Boss-Vibe-Energy, Hustle, dass das damit gefüttert wird, dass genau wieder diese Bereiche, das ist wertvoll, das ist Masculine Energy und wieder, es ist nicht, es ist immer wieder der Tanz, es ist immer wieder die Balance aus diesen beiden Energies. Aber was ich feststelle bei mir oder auch im Kollektiv, bei vielen Frauen, auch in meinen Räumen, dass wir Frauen aktuell im Kollektiv daran arbeiten dürfen, dass unsere Sanftheit und unsere Weichheit, diese weiblichen Attribute, fürsorglich zu sein, gut zuzuhören, sanft zu sein, Softness, dass das wertvoll ist, dass das powerful ist. Also schau mal hin, ob vielleicht du bei deinen alten Werten, deine Stärken, die du aufgeschrieben hast, sind da vielleicht im ersten Moment, sind da überhaupt feminine Attribute dabei oder waren das alles hauptsächlich maskuline? Und zu gucken, welche Bereich möchtest du vielleicht mehr stärken und ausbauen.
Und ich möchte dir am Ende noch eine Geschichte erzählen, die so, so wichtig für mich war. Eine Erfahrung, ein Erlebnis, ein Gespräch, 5 Minuten. Aber ein Gespräch von 5 Minuten, das mein Leben verändert hat. Das ich 2015 in Thailand, in Chiang Mai hatte. Und zwar mit Tim Chimoy. Es war einer der ersten größeren, bekannteren digitalen Nomaden damals. Und dieses Gespräch mit Tim hat mein Leben verändert, beziehungsweise meine Sicht, meine Perspektive auf mich selbst und was meine Stärken sind, um die wirklich zu sehen und sie damals dann auch bewusst zu nutzen. Denn dieser Tim fragte mich damals in Chiang Mai, als wir da saßen am Abendessen, so: Sabine, was hast denn du so vorher so gemacht? Und damals hatte ich halt schon, als ich Tim begegnet bin, 2015, hatte ich meine Festanstellung gekündigt und hatte See You Soon schon gestartet, also mein Surfblog. Ich war Content Creator und habe halt fully 100% habe ich damals in See You Soon gesteckt. Also ich habe nur ausschließlich damals zu diesem Zeitpunkt an meinen eigenen Skills zum Thema Online-Marketing gearbeitet, gelernt und hatte noch, ne, das stimmt noch, ich hatte noch einen YouTube-Kanal, aber YouTube, Instagram und halt aber hauptsächlich meinen Blog. Aber der wollte halt ein bisschen mehr wissen, was hast du denn so früher so gemacht? Und ich erzählte ihm halt, dass ich bei einem Hamburger Verlag gearbeitet habe und dass ich dort im Vertrieb war, klassische Karriere, 7 Jahre lang, Karriereleiter hoch und am Ende Key-Accounterin war, und erzählte ihm halt Sales, und da war er da schon sehr schwer beeindruckt, als ich ihm sagte, dass ich im Sales-Team war, Key-Accounterin, und dann noch erzählte, dass es Innendienst war, also kein Außendienst, also ich war hauptsächlich zu 99% im Hamburger Verlag gesessen und ich Sales am Telefon gemacht habe. Meine Hauptaufgabe waren 70% Telefon und 30% Mails und Orga und so weiter, und dass ich Menschen am Telefon Bücher verkauft habe. Und Tim guckte mich an und dem klappte so damals noch die Kinnlade runter und sagte mit völliger Ehrerbietung und Wertschätzung so: Wow, das könnte ich nie. Wie beeindruckend, Biene, mit so vielen Menschen zu sprechen, auf dich die Menschen einzulassen, denen auch noch etwas zu verkaufen. Und dann erzählt er mir, bevor ich den Hörer an die Hand nehme, ich schreibe der Person 20 E-Mails, um alles nur möglich zu vermeiden, um dieses Telefongespräch zu vermeiden, schicke ich ihr 20 E-Mails über 3 Wochen lang, bevor ich den Hörer in die Hand nehme, weil das ist mein absoluter Horror. Und dann erzählst du mir auch noch nicht nur, dass du sie anrufst, sondern auch noch, dass bei diesem Telefonat, dass du noch etwas verkaufst. Und wo er sagte: Sabine, das wäre mein persönliches Armageddon. Und dann sagt er noch der Satz, das ist ein Painpoint, für den sehr viele Menschen sehr viel Geld bezahlen. Und dann saß ich da so und realisierte so: Verdammt, also aufgrund dieses Spiegels, was er mir vorgehalten hat, da macht es so richtig Klick in meinem System. Und habe damals begriffen, das kann ein weiterer Baustein sein, eine weitere Einnahmequelle für meine Selbstständigkeit. Und ein paar Monate später habe ich mich entschieden, damals ein weiteres Standbein damals aufzubauen und nicht nur See You Soon zu haben, sondern um weiteres Income zu haben, noch zusätzlich zu freelancen als Vertriebsexpertin, Vertrieb und PR. Und habe daraufhin dann auch viele Jahre, jetzt bin ich zweigleisig gefahren und habe sehr viele zusätzliche Einnahmen damals kreiert aufgrund von meiner Vertriebstätigkeit als Freelancer. Und das ist so irre, weil ich habe ja diese Fähigkeit vorher ja eigentlich ja auch in der Festanstellung gemacht. Ich habe aber so krass nur limitiert mit, naja, ich kann das ja immer nur in diesem Büro machen und musste halt da immer da reinlaufen. Also alleine dieser simple Spiegel, dieses eine Gespräch mit Tim, war für mich mind-blowing und war so ein wichtiger Teil für den Weg meiner Selbstständigkeit. Das heißt also, du brauchst immer andere Menschen häufig als Spiegel dafür. Und wenn du Hilfe brauchst, wenn du einen Knoten in deinem Kopf hast und du brauchst Hilfe, den zu lösen, wie du dein Personal Brand, wie du dein Online-Business starten kannst, dann habe ich hier eine Wahnsinnsmöglichkeit für dich. Denn unten in den Shownotes findest du einen Link zu meinem Kalender. Und da kannst du dir komplett kostenlos, das Einzige, was du verlierst, ist eventuell dein altes Leben, deine alte Identität. Dort findest du meinen Kalender und du kannst den Termin buchen. Und ich unterstütze dich dabei, deine Business-Idee zu sehen, dass du sie sehen kannst. Denn das ist
die ganze Zeit da, wie bei mir damals. Es ist alles schon da. Du brauchst nur, wie ich damals in Chiang Mai, jemanden, der so viel weiter ist als du, der dir den Spiegel vorhalten kann, damit du dich selbst erkennen kannst. Und dann wiederum, dann entscheidest du, du wählst, du entscheidest, ob du dann diesen Weg gehen willst. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich freue mich, mit dir zu quatschen, deine Seele kennenzulernen, deine Idee, deine Vision. Also klick auf den Link, jump. Jump in deinen kleinen Mutausbruch. Ich freue mich drauf. Und wir hören uns nächste Woche zu einer neuen Podcast-Episode von Untamed.